Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Project Zomboid. Jo, wir sind hier immer noch auf der Suche nach unserer Lektüre, die wir dringend benötigen. Oh, da steht ja auch noch einer. Ja, ich hab dich genau gehört. Ja, die Machete finde ich doch ein bisschen besser als das Katana. Road Flare. Nee, danke. Da ist doch gerade noch einer abgedampft. Oh, guck mal. Das ist ja fast eine Techno-Party hier, was die hier veranstalten. Sonst noch jemand, der hier Stress sucht? Ich gehe erstmal um das ganze Gebäude rum. Dann schauen wir mal, wie wir da reinkommen. Weißt du was? Die reagieren nicht. Oh, ein leichtes Wehwehchen, da muss man aufpassen. Puh. Damit wäre diese Ecke des Hauses gesichert. Ist das ein Tüftlerhaus? Nein, schon wieder nur ein Haus mit Essen. Langfristig bringt uns das nicht weiter. Flaschenöffner. Dabei suche ich doch nur dieses eine Buch. Oh, guck mal, hier sind sogar schon Vorhänge angebracht. Eine Axt. Endlich. Wurde aber auch Zeit. Moment. Dich können wir zerlegen. Patronen kann ich dann an mich nehmen. So, Bücher. Hab ich noch nicht gelesen. Destillationstextbuch. Elektroniktechnik für Meister brauche ich momentan nicht. Geschichten. Fischen für Anfänger kann man mitnehmen. Jagen für Meister. Keine Ahnung, ob ich das bereits habe. Habe ich bereits gelesen. Kochen für Anfänger kann man bei Gelegenheit lesen. Locksmithing habe ich bereits gelesen. Habe ich gelesen. Sailing Textbook. Ansonsten nichts Interessantes. Na komm, weg mit dem Buch. Elektroschrott wegpacken. Wir sind doch relativ schwer beladen. Moment, den Hammer können wir wegpacken. Tin Can. Den Verstärker. Ach so, ist bereits voll. Die Glühbirnen. Das kann man wegschmeißen. So, weiter. Nein. Hat's noch jemand? Desinfizieren. Das war jetzt richtig mies. Sterile Bandage. Bandage. So, wir müssen heim.
Tür hier ist abgeschlossen. Verdammt, war das Fenster da einfach schon kaputt. Wo war hier nochmal der Ausgang? Das ist jetzt wirklich richtig fies. Na komm, auf den Schock brauchen wir erstmal eine. Oh, oh, oh. Direkt in eine Falle reingerannt. Und ich darf mich nicht zu überanstrengen. Ich muss trotzdem irgendwie schnellstmöglich nach Hause kommen. Ja, die nächsten Tage gehen wir erstmal nirgendwo hin. Wir müssen jetzt erstmal hoffen, dass wir wieder zu Kräften kommen und nicht infiziert sind, weil sonst war das ein sehr kurzer Ausflug. Ach du meine Güte. Moment, ich habe doch noch Schmerzpillen. Damit habe ich sämtliche Pillen aufgebraucht. Oh, halt, da wohne ich ja schon. Na komm, rein da. So, dann müssen wir schon mal den ganzen Elektroschrott hier verstauen. Moment. Erste Hilfe für nicht mehr Anfänger. Dann haue ich erstmal halt nur das ganze Zeug rein, was ich momentan gar nicht brauche. Nirgendwo mehr Platz. Das ist schlecht. So, hinter uns mal die Tür zumachen. Dann essen wir eine Dose Chili. Damit wir hier mal erstmal satt sind. Eine Stärke, weil Essen verbessert halt die Heilungsrate. Na komm, der Hammer kann weg. Schraubenzieher brauchen wir momentan auch nicht. Die Bandagen sollte ich mal desinfizieren. Genau. So, weiter. Den Erste-Hilfe-Kasten behalte ich mal vorsichtshalber am Mann. Das kaputte Katana lege ich vor die Tür. Damit wir wissen, wo es ist. 9mm Munition. Wird doch wohl irgendwo reinpassen oder etwa nicht. Ach hier. Nun gut, und hauen wir uns mal aufs Ohr. So. Das ging ja schnell mit dem Verdrecken. Na komm, wir desinfizieren das Ganze nochmal. Und dann kommt da noch eine sterile Bandage drauf. Eieieiei. Na komm, rauch mal eine. Ja, das geht auf meine Kappe. Und wir sollten es definitiv überleben. So, wir können ja die Zeit schon mal nutzen, mal ein paar Anfängerbücher zu lesen. Damit wir die mal loswerden können. In der Zwischenzeit behalten wir hier mal unsere ganzen Bandagen im Auge. So, Bandage entfernen.
Komm, wir desinfizieren das nochmal mit einem Alkoholtupfer. Da kommt nochmal eine sterile Bandage drauf. So, die dreckigen Bandagen kann ich ja mal reinigen. Dann essen wir definitiv noch eine Kleinigkeit. Nichts Frisches, komm. Karotten. Die sind immerhin gut für die Augen. So, essen alles. Dann sterilisiere ich diese Bandagen hier noch. Ich glaube, alleine kann man sich nicht nähen. Na komm, lies mal das Buch weiter. 15 Seiten haben wir geschafft. Ja, wir sind recht schwer beladen. Oh, guck mal. Ich glaube, der linke Unterarm ist bald wieder ganz. Dann desinfizieren wir das Ganze nochmal. Und hauen nochmal eine sterile Bandage drauf. Die Bandage können wir dann wieder reinigen. Befüllen wir hier mal alles mit Wasser. Oh, oh, oh. Die Dicke brauchen wir nicht. Von mir aus trinken wir noch einen Schluck. Essen ein paar Tortilla-Chips, auch wenn wir ganz gut aus denen einen Salat machen könnten. Wir werden dann wieder mal unseren Müll los, wie zum Beispiel den Rock hier. Tin Can. Brokkoli wächst noch nicht, leider. Dann hauen wir uns nicht nochmal aufs Ohr. Oh nein. Oh nein. Na komm, nochmal desinfizieren. Moment. Wo ist der erste Hilfekasten? Sekundär ausrüsten. Probieren wir es mal zu nähen. Nee, geht nicht. Auch nochmal eine sterile Bandage drauf. Nun gut. Dann muss ich die schmutzigen Bandagen nochmal reinigen. So, zwei sterile haben wir ja noch. Brauchen wir noch was zu futtern? Genau, einen Heilungsboost brauchen wir jetzt ganz dringend. Und dann ruhen wir uns einfach mal aus. Moment, ich habe noch bestimmt eine ganze Menge Zeug, was ich loswerden muss. Also die Nadeln funktionieren alleine nicht. Na komm, lassen wir das ganze mal Zeug hier. Ich glaube, die Patronen kann ich auch mal hier lassen. Fühlst du dich jetzt wieder leichter? Nein. Ja komm, das können wir später auch noch fertig lesen. So, dann schlafen wir noch eine Runde. Die Bandage ist wieder dreckig. Eieieiei.
So, sterile Bandage. Wir sind fix und fertig. So, wo sind die dreckigen Alkoholtupfer? Oder benutzt er immer dasselbe? Ist noch eine Kleinigkeit essen. Ja, öffnen. Dann trinken wir hier mal alles. Eieieiei. Na komm, ausruhen. Sag mir, dass du vom Ausruhen auch müde wirst. Ich glaube, du bist momentan richtig hellwach. Ja, das traue ich dir zu. Oh, die Tin Can muss weg. Weißt du was? Hau auch die Nägel da rein. Ja, doch, ein bisschen Gewicht haben die schon. Immer noch Übergewicht. So, 8 am Mann sollten ausreichend sein. So, sekundär ausrüsten. Der Erste-Hilfe-Kasten kann dann wieder hier rein. Jo, dann fühlen wir uns vom Gewicht halt wieder ein bisschen wohler. Na komm, schlaf noch eine Runde. Moment, da ist gerade was kaputt gegangen. Das gehört, als ob irgendwie eine Glühbirne zerbrochen wäre. So, eine sterile Bandage drauf. Dann kannst du mal die dreckigen Bandagen wieder reinigen. Und desinfizieren. Oh, ich habe kein Desinfektionsmittel mehr. Muss ich mal gucken, wo ich meins gelagert habe. Aber vorher essen wir noch Sardinen. Ich hoffe, du magst Sardinen. Jo, stört dich zumindest nicht. Oh, guck mal, wie das hier weggeht. Eine Pilzsuppe. Ja komm, eine Pilzsuppe ist schon was Feines. Da muss ich mal gucken, wo ich mein ganzes medizinisches Zeug habe. Im Kühlschrank bestimmt nicht. Da haben wir auf jeden Fall einen 100-Dollar-Bill. Du bist wahrscheinlich draußen irgendwo. So, dann zeig mal her, was haben wir denn da drin? Desinfektionsmittel kann ich gebrauchen. Alkoholtupfer kann ich gebrauchen. Bandage kann ich gebrauchen. Probieren wir es auch mal mit Pflaster. Wattebällchen. So, dann rüsten wir dich wieder sekundär aus. Und da ist nichts mehr drin, was man gebrauchen könnte. So. Dann desinfiziere ich noch die ganzen Bandagen. Oh, das hat nur für 2 gereicht. Das ist schlecht. Eieieiei. Was machen wir jetzt? Essen. Na komm, iss mal den Schmelzkäse. Dann
Wo habe ich meine ganzen medizinischen Utensilien hin, wie die ganzen Schmerzpillen? Ich hatte doch mal eine ganze Menge davon, oder? Habe das schon alles verbraucht. Beim ersten Mal. Ja, Desinfektionsmittel. Das bleibt jetzt erstmal am Mann. Haben wir noch Alkoholtupfer? Kommst du mal ins Hauptinventar? Naja, übertreib's mal nicht. Mit den sterilen Bandagen. Hier, Schmerzpillen. Tablette einnehmen. Also die Schmerzen sind schon mal weg. Ist doch schon mal ein guter Anfang. Na komm, ne, zusätzlich. Wobei, ich bin viel zu schwer beladen. Tin Cans weg. Moment, ich darf mich dabei nicht bewegen. Erstmal die ganzen Alkoholtupfer aufbrauchen. Erstmal ein Pflaster, mal gucken, wie lange das hält. Doch relativ lang. Ja, ausruhen kannst du dich ja richtig gut. Wenn ich Schlaftabletten hätte. Einen Kompass brauche ich gegenwärtig nicht. Muss Gewicht sparen. Brauchst du zwei davon? Ja. Ich glaube, wir sollten vorerst mal nichts mehr essen, bis er wieder nach Hunger schreit. Naja, meine Freunde, ich würde mal sagen, wie unser Kampf gegen die Verwundung läuft, erfahren wir dann im nächsten Part. Also dann, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss.